Al-Haya'u Shu'batun min al-Iman. Der Scham, die Scham heißt es, ne? Die Scham oder die Schamhaftigkeit ist ein Teil des Iman. Was ist Schamhaftigkeit? Was ist Al-Haya? Man definiert den Scham wie folgt oder die Scham. Sie sagen, huwa khuluqun yab'athu 'ala fi'l al-jamil wa tark al-qabih. Ganz einfach. Die Scham oder die Schamhaftigkeit ist eine Charaktereigenschaft, Mensch, aus der sich eine Verhaltensform zeitigt. Und zwar diese Verhaltensform besteht aus zwei Elementen. Einmal eine Verhaltensform, die dich dazu antreibt, Dinge zu machen, die löblich sind. Zweitens eine Verhaltensform, die dich dazu antreibt, Dinge zu unterlassen, die schändlich sind. Also die Schande zur Folge haben. Und sie sagen noch, sie fügen hinzu, und es ist eine Eigenschaft, die dich dazu treibt, jedem sein Recht zukommen zu lassen. Und die höchste Form der Scham ist, oder der Schamhaftigkeit, ist die Schamhaftigkeit vor Allah Ta'ala. Mesh. Und was bedeutet das? Sich vor Allah Ta'ala zu schämen. Sie sagen, Allah yarak haythu nahak. Allah yarak haythu nahak. Dass du dich davor schämst. Du schämst dich davor, dass er dich irgendwo sieht, wo er dir untersagt hat zu sein. Tamam? Dass du von ihm in einem Zustand gesehen wirst, in dem du hättest nicht sein sollen. Tamam? Das ist die Schamhaftigkeit vor Allah Ta'ala. Naam. Und das ist mit dem löblichen Scham gemeint, oder wenn davon die Rede ist, dass die Schamhaftigkeit ein Teil des Iman ist. Und nicht etwa Feigheit. Feigheit wird nämlich manchmal auch als Scham übersetzt. Jemand schämt sich, etwas zu sagen oder zu machen. Nicht, weil es etwas Schändliches oder Schlechtes ist. Oder nicht, weil es etwas, weil es nichts Löbliches ist. Sondern aus Feigheit. Aber man nennt das teilweise Scham. Tamam?